Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf einer Seite. Heute mit Seite 171. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir sind dir so dankbar für dein Wort und dass du uns so nahe kommst durch deinen heiligen Geist. Und wir möchten dich bitten, dass wir uns heute den gesamten Tag daran erinnern, dass du dir wünschst, dass wir heilig sind, dass wir zu dir gehören und dass du unser Leben gestalten darfst. Sprich du deswegen jetzt durch dein Wort zu uns? Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir sind in 4. Mose 16 bei der Rebellion von Korah und seiner Rotte. In Vers 4 heißt es: Als Mose dies hörte, warf er sich auf sein Angesicht und er sprach zu Korah und zu seiner ganzen Rotte: So, morgen wird der Herr wissen lassen, wer ihm angehört und wer heilig ist sodass er ihn zu sich nahen lässt. Wen er erwählt, den wird er zu sich nahen lassen. So tut nun dies, Korah und seine ganze Rotte, nehmt für euch Räucherpfannen und tut morgen Feuer hinein und legt Räucherwerk darauf vor dem Herrn. Und der Mann, den der Herr dann erwählt, der ist heilig. Ihr beansprucht zu viel, ihr Söhne, Levis. Räucherpfannen. Und Räucherwerk mit Feuer. Erinnert uns an Nadab und Abihu, die genau damit vor den Herrn traten, betrunken und dann vom Feuer verzerrt worden sind. Korah und seine Rotte mussten diese Geschichte im Hinterkopf haben. Und allein diese Anweisung sollte schon eine gewisse Warnung für sie sein. Und Moses sprach zu Korah, hört doch, ihr Söhne Levis, ist es euch zu wenig? dass euch der Herr Israels aus der Gemeinde Israels ausgesondert hat, um euch zu sich nahen zu lassen, damit ihr den Dienst an der Wohnung des Herrn verseht und vor der Gemeinde steht, um ihr zu dienen. Sie waren Leviten, sie waren der besondere Stamm und innerhalb der Leviten waren sie die Kahatiter, die die Gegenstände des Heiligtums tragen durften. Sie durften die Bundeslade tragen, sie durften den Altar tragen, den Schaubuttisch, all diese Gegenstände. Es war unter den Leviten die wichtigste, die heiligste Aufgabe. Sie hatten die höchste Position sozusagen, die man im Volk Gottes überhaupt haben konnte, wenn man nicht Mose und Aaron war, wenn man nicht direkt Priester war. Und doch waren sie nicht zufrieden. Und das erinnert an diese erste Rebellion eines Engels, der die höchste Position hat, die man als Engel haben konnte und doch nicht zufrieden war. Und Gott selbst vorgeworfen hat, egoistisch zu sein, sich zu erheben, genauso wie Korah jetzt dem demütigen Mose vorwirft, zu viel für sich zu beanspruchen. Er hat dich und alle seine Brüder, die Söhne Levis, samt dir zu ihm nahen lassen und ihr begehrt nun auch das Priestertum? Für wahr, du und deine ganze Rotte, ihr rottet euch gegen den Herrn zusammen. Und Aaron, wer ist er, dass ihr gegen ihn murt? Wann immer in der Gemeinde Menschen ähm, nicht liebevoll mal äh, eine Korrektur anbringen, sondern klagen und murren und sich beschweren und unzufrieden sind, dann kämpfen sie eigentlich gegen Gott und nicht gegen die schwachen Menschen, die Gott vielleicht mit der Leitung beauftragt hat, die auch, wie wir im Fall von vor allem von Aaron noch sehen auch durchaus ihre Fehler haben. Und Mose schickte hin und ließ Satan und Abiram, die Söhne Eliabs rufen, die aber sprachen, wir kommen nicht hinauf. Man sieht schon, wie sehr Mose hier an Autorität verloren hat in den Augen dieser Rebellen. Ist es nicht genug, dass du uns aus einem Land herausgeführt hast, in dem Milch und Honig fließt? Sie beschreiben das Land Ägypten als das gelobte Land. Um uns in der Wüste zu töten, willst du dich auch noch zum Herrscher über uns aufwerfen? Hast du uns wirklich in ein Land gebracht, in dem Milch und Honig fließt und hast uns Äcker und Weinberge zum Erbteil gegeben? Willst du diesen Leuten auch die Augen ausstechen? Wir kommen nicht hinauf. Sie beschuldigen Mose, dass er sie aus einem guten Land geführt hat. Sie beschuldigen ihn, dass er nicht sein Versprechen gehalten hat. Sie beschuldigen ihn, dass er das Volk manipulieren will, dass er Macht ausüben will. Die Liste lässt sich weiterführen und all das sind eigentlich die Dinge, die die Motive der Rotte von Korah sind. Hatten sie vergessen, dass es ihre eigene Sünde war, ihr eigener Unglaube, die sie aus dem Land ausgeschlossen haben? Dass die Kundschafter, die gestorben sind, tatsächlich berichtet haben, dass das Land von Milch und Honig fließt? All das war offensichtlich vergessen oder oh, es wurde bewusst falsch dargestellt. Da ergrimmte Mose sehr und sprach zu dem Herrn: Wende dich nicht zu ihrer Opfergabe. Ich habe nicht einen Esel von ihnen genommen und habe keinem jemals ein Leid getan. Mose konnte sagen, dass er redlich war und niemanden Schlecht behandelt hatte. Und Mose sprach zu Korah: Du und deine ganze Rotte kommt morgen vor den Herrn, du und sie und Aaron. Und jeder nehme seine Räucherpfanne und lege Räucherwerk darauf, und dann bringe jeder seine Räucherpfanne vor den Herrn. Das sind 250 Räucherpfannen. Auch du und Aaron nehmt jeder seine Räucherpfanne mit. Dann nahm jeder seine Räucherpfanne und das Feuer und tat Feuer hinein und legte Räucherwerk darauf, und sie standen vor dem Eingang der Stiftshütte, auch Mose und Aaron. Und Korah versammelte sie. Gegen sie, die ganze Gemeinde vor dem Eingang der Stiftshütte. Was für einen Einfluss diese gesamte Rotte hatte, wenn schon zehn abgefallene Kundschafter die Gemeinde manipulieren können. Was erst, wenn es 250 sind? Die ganze Gemeinde war gegen Mose und Aaron. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn vor der ganzen Gemeinde. So wie schon in Kapitel 14. Aber der Herr redete zu Mose und Aaron und sprach, sondert euch ab von dieser Gemeinde, dass ich sie in einem Augenblick vertilge. Das dritte Mal schon, sagt Gott, ich werde sie jetzt komplett ausrotten. Da fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen, oh Gott, du Gott, der allem Fleisch den Lebensoden gibt. Ein Mann hat gesündigt und du willst über die ganze Gemeinde zünden. Was ist das für ein Geist, der aus Aaron und Mose spricht? Hier sind 250 Rebellen, die das gesamte Volk, mit wahrscheinlich nur sehr, sehr wenigen Ausnahmen gegen sie aufgewiegelt haben. Und was sie sagen ist, es war doch nur Kora. Sie beten für Menschen, die gegen sie sind. Sie beten sozusagen für ihre Feinde, für die Rebellen. Daran zeigt sich, wie Jesus für dich und für mich eintritt. Selbst dann, wenn wir uns gegen ihn wenden, weil er uns noch wieder zu sich ziehen möchte und durch den Heiligen Geist versuchte er uns davon zu überzeugen, dass der Weg, den wir gehen, falsch ist, weil er dann irgendwann nicht mehr von uns eintreten kann natürlich. Da redete der Herr zu Mose und sprach: Rede zu der Gemeinde und sprich: Entfernt euch ringsum von der Wohnung Koras, Datans und Abiram's. Da stand Mose auf und ging zu Datan und Abiram und die Ältesten Israels folgten ihm und er redete zu der Gemeinde und sprach: Weicht doch von den Zelten dieser gottlosen Menschen. Und rührt nichts an von allem, was ihnen gehört, damit ihr nicht weggerafft werdet wegen aller ihrer Sünden. Da entfernten sie sich ringsum von der Wohnung Choras, Datans und Abirams. Datan aber und Abiram kamen heraus und traten an den Eingang ihrer Zelte mit ihren Frauen und Söhnen und Kindern. Demonstrativ wollen sie dem Herrn, wollen sie Mose die Stirn bieten. Offensichtlich waren Großteilen des Volkes nicht ganz so von der Rebellion durchdrungen, wie es diese Redelsführer waren. Und es ist wichtig, es kommt der Zeitpunkt, wo man sich sehr deutlich und sehr klar von denen distanzieren muss, die nichts weiter im Sinn führen, als der Gemeinde Gottes Schaden zuzufügen. Und Moses sprach, daran sollt ihr erkennen, dass der Herr mich gesandt hat, all diese Werke zu tun und dass ich nicht aus meinem eigenen Herzen gehandelt habe. Wenn diese sterben werden, wie alle Menschen sterben und gestraft werden mit einer Strafe, wie sie alle Menschen trifft, so hat der Herr mich nicht gesandt. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, hilf uns, dass wir anfangen so zu denken, wie Mose und Aaron, die für die gebetet haben, die gegen sie geschimpft und rebelliert haben. Herr, gib, dass wir es nicht persönlich nehmen, wenn Menschen ihren Frust und ihre eigene Sünde dazu verwenden, uns zu beschuldigen, nur um von sich selbst abzulenken. Hilf uns, dass wir von deinem Heiligen Geist erfüllt sind und dass wir uns auch klar von aller Rebellion distanzieren, die deiner Gemeinde schadet. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.